Ja, es kommt hier das große Finale, also die dritte Partie am See. Hast du Lust, ins Wasser zu springen? Ich hätte kein Problem Eigentlich damit, kein Problem aber damit, gell? ich habe noch mehr Bock zu gewinnen. Noch gute Partie. Gute Partie. So. Jetzt muss ich noch einmal Willst du durchklicken. einmal durchklicken? So, jetzt. So. Gute Partie. Ab jetzt. Nochmal E4, okay. Bleiben wir bei E5. Bleiben wir bei dem klassischen Schach. Jetzt kommt Springer C3, okay, mach mal Springer C6. Läufer C4 machst du, okay. Mach mal Läufer C5. Oh. Oh. Oh nee, Leute! Was macht ihr für Sachen? Dame G4. Dame G4? Wasser ist angenehm heute. Wasser ist Wasser ist angenehm. angenehm von der Temperatur. 17, 18 Grad. Okay, jetzt weiß man, warum man Springer F6 spielen sollte in der Stellung. Springer F6 ist der richtige Zug, gell? Okay, das sieht so unscheinbar aus immer. Okay, Dame G4, das ist natürlich nervig. Sollte man natürlich wissen, wie man da jetzt noch Schadensbegrenzung macht. Aber, okay, Dame G4. Wie man das jetzt überhaupt spielt, gell? Das ist nicht einfach, ich spiele jetzt mal den. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist. Ja, kann man jetzt machen, ist natürlich. Ist es richtig, oder? Was? Ist G6 richtig? Ich glaube, dem Computer gefällt das natürlich irgendwie alles nicht so richtig. Das stimmt, ja. Also ich weiß es, ich erinnere mich jetzt dran nicht. Ah, okay. Gut, jetzt müssen wir hier So. rauskneten aus der Stellung. Also es ist echt. Ja, das könnt ihr euch merken. Das ist so eine Eröffnungsfalle. Wenn man da jetzt irgendwie mal schläft, so ein bisschen einfach ja, schablonenhaft einfach Läufer C5 symmetrisch gegenspielt, läuft man da einfach in eine schlechte Stellung rein. Jetzt haben wir die schlechte Stellung, jetzt müssen wir uns aber trotzdem zusammenreißen. So sieht's aus. So sieht's aus, genau. So schaut es aus. So. Jetzt drohst du Schachmatt. Ich glaube, man spielt jetzt den. Droht einmal matt. Es droht einmal matt, okay. Das ist schon mal gut erkannt. Man spielt den. Ich hab irgendwie das Gefühl, Dame F6 geht nicht wegen Springer D5, ist das richtig? Ich glaube, Dame F6 ist auf jeden Fall. Ja, Wegen glaube ich. Springer D5 geht es nicht, sagst du, gell? Ungünstig. Ungünstig. Milde ausgedrückt. Du drohst auch matt, gell? Das ist so meine Hauptdrohung. Das ist deine Hauptdrohung. Ah, machen wir mal den, komm. So, jetzt muss ich den spielen, um Springer Okay. D4 zu verhindern. Um Springer D4 zu finden. Okay, da hast deine Hausaufgaben gemacht, wie es aussieht. Ich nicht. Das ist manchmal halt der Unterschied, gell? Leute, die ihre Hausaufgaben machen, Leute, die es halt nicht machen, gell? Das ist auch mal eine Frage an euch. Also macht ihr eure Hausaufgaben? Okay, Schadub, Dame F3. Gut, jetzt ruckieren wir da mal. Irgendwie müssen wir jetzt den Laden ja zusammenhalten. So. So, jetzt machst du einfach den. Ich weiß jetzt schon, was du hier raus willst. Gell? Da macht sich ein Läufer auf den Da Weg. macht sich ein Läufer auf den Weg. Gut, dann gehen wir mal zurück. Auch wenn man das nicht möchte, hier zurückgehen, aber So. mir fällt hier nichts Besseres ein. Da macht sich noch ein Läufer auf den Weg nach da. Sogar nach da macht er sich auf den Weg. Gell? So, jetzt vielleicht den? Den hier, sagst du? Ich bleibe bei meinem Schachmattplan. Du bleibst einfach bei deinem Schachmattplan. Ist echt nicht einfach, nicht, gell?
Das ist nicht einfach. Jetzt gibt's Probleme, ja. Massive Probleme. Massive Probleme gibt's hier. Und das ist der Nachteil von G6. Ich meine, G6, viele gute Möglichkeiten gibt's da nicht mehr. Aber die schwarzen Felder. Das ist ja schlimm. Ja. Das ist richtig, richtig schlimm. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Okay, spielen wir den. Spielen wir den und versuchen hier noch was zu zaubern. Auf jeden Fall noch vielleicht so der spannendste Zug in der Stellung. Springer B4. Aber bei dir steht einfach alles super, gell? Läufer H6, das G6, diese Schwächen. Mhm. Springer E2, der braucht noch ein bisschen, bis er drin ist. Der braucht noch seine Zeit, aber... Na gut. Sonst, du nimmst einfach hier. Wir spielen gegen die schwarzen Felder. Du spielst hier gegen die schwarzen Felder, man schlägt sogar mit Schach. Okay. Hinten droht noch eine Gabel, aber ob das schlimm ist, ist eine andere Frage. Gell? Das ob es sowas wie eine Gabel schlimm ist, das ist natürlich... Das ist die andere Frage. Absolut die andere Frage in der Stellung. Die andere... andere Frage. Na gut, ich... Oh je, yeah. Aber jetzt ist was ein bisschen komplizierter, aber du stehst super. Also ich habe das Gefühl, du stehst wahrscheinlich voll auf Gewinn, wenn du jetzt die richtige Line findest, genau. Aber ich glaube, Springer B4 hat noch ein paar, so ein bisschen, stell dir noch ein paar Fragen. Also du musst noch ein bisschen was arbeiten hier an der Stellung. Gut, wir probieren es mal. Das ist natürlich der konkrete Weg. Und gut, kann ich jetzt, ich kann den Springer, kann ich ihn sogar decken mit König G7? Ich weiß es nicht. Das gehen wir mal, komm, decken wir den mal. Solange ich den ja noch decken kann, kann ich es ja probieren und versuchen so meinen Laden hier zusammenzuhalten. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Na gut. So, jetzt marschierst du weg. Ist die Frage, wohin du rochierst. Zeit, den C2 zu decken. Okay. Ab geht's. Ab geht die Post. So, wie spielt man das jetzt? Komm, das sieht irgendwie richtig aus. Ich weiß es nicht, ob es gut ist, aber irgendwie sieht es aktiv aus. Es sieht aktiv aus. Na gut, den werde ich wohl erstmal wegnehmen. Schadup, so jetzt ist der Läufer nochmal aktiv von dir. Das ist so die Idee gewesen. Okay, die Frage ist, ob das überhaupt irgendjemanden juckt, dass der jetzt nicht mehr so aktiv ist. Okay. Also, jetzt machen wir mal den. Jetzt befragen wir mal deinen Läufer auf G5. Na gut, komm. Endgame, Magic? Wir machen das jetzt so. Einfach ins Endspiel gehen, okay? Einfach ins Endspiel gehen. Wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber für das, was war, ist ordentlich erholt. Okay, ja gut, jetzt habe ich gar nicht mal viel Felder mit dem Springer. Jetzt muss ich da hingehen. Komm, den knallen wir auch. Den kannst du auch noch rausheben. Man möchte meine Bauernstruktur komplett ruinieren. Das ist natürlich, ja, so nicht sehr angenehm. Auf keinen Fall angenehm. Na gut. Du deckst den jetzt mal, okay, nochmal den. Greifen wir mal an. Stellen wir den mal so ein bisschen. Gut, okay, da ist er gedeckt. Das war jetzt auch nicht so super smart, war das jetzt auch nicht. Okay. Irgendwas müssen wir machen. Gut, da steht er zumindest aktiv. Turm in die Mitte. Okay, es ist gut, wenn ich da rein jump. Ich weiß es nicht. Da auch mal irgendwie versuch reinzukommen in die Stellung, aber wie? Jetzt habe ich halt einen Bauern geopfert. Gell? Jetzt im Nachhinein, also jetzt mit dem Endspiel natürlich, wenn wir jetzt hier im Endspiel sind, nicht opfern, aber die Frage ist,
komme ich da überhaupt aus dieser unangenehmen Stellung raus nach Dame G4, ohne sowas wie einen Bauern zu opfern, ja? Das ist so die andere Frage. Probieren wir es mal so. Probierst du es so ein bisschen mit Gewalt, gell? Vielleicht hast du da auch sogar, hast du da sogar recht, gell? Da ist einer gefesselt. Okay. Boah. Muss da zurückgehen, oder? Schach nehmen wir wohl mit. Ah, das Schach ist nicht angenehm. Das Schach ist nicht angenehm. Ah. Streuen wir erstmal den ein. Du streust erstmal den ein. Okay, dann muss ich zurück. Da muss ich zurück. Nimm mir doch so wieder. Nimmst du so wieder, gell? Okay. Okay, jetzt kann ich ja wieder zurück. Jetzt kann ich wieder zurück. Jetzt kann er wieder zurück, sagt er. Aber ob das jetzt hier viel bringt, ist natürlich eine andere Frage, gell? Was mit dem hier? Den hier? Okay, dann muss ich nehmen, oder? Bleibt nichts anderes übrig. Dann muss ich zurück, weil sonst hängt mein Turm. Sonst hängt mein Turm, Türmli. Das ist natürlich blöd, wenn der Turm rumhängt, gell? Das ist tatsächlich ungünstig, wenn so ein Turm rumhängt. Noch ein Schach. Also wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich den Bauern zurück, aber das ist echt nicht easy, den Bauern hier zurückzukriegen. So? Okay. Gehst du einfach rein, gell? Den muss ich nehmen, denke ich, sonst. Irgendwann muss ich den nehmen. Sonst ist blöd. Sonst ist es blöd. Sonst ist die ganze Sache nicht so toll. Vor! Vor mit den Bauern. Das hast du mir vorhin beigebracht, das Freibauern. Das habe ich dir vorher beigebracht. Das Freibauern vor müssen. Ah! Oh. Nochmal vor, den muss ich nehmen. Den muss ich nehmen. Jetzt geben wir einen Schach. Schalup. Okay, jetzt kommt schon die Opposition so ein bisschen, gell? Kann ich jetzt den nehmen? Stimmt. Können. Können schon, aber die Frage ist, wie viel bringt das jetzt in so einer Stellung? Okay, das ist jetzt wirklich unangenehm. Ich habe gehört, Freibauern müssen vor. Starkes Ding. So, super Sache. Ah. Also jetzt nach diesen ganzen Strapazen, also jetzt hier wirklich, ja, 10 Kilometer gewandert, ganze Alpenseen umrundet, hier Blitzpartien gespielt. Ihr müsst jetzt wirklich, was sagen die Leute immer quasi, diesen Like-Button quasi bei dem Video so ein bisschen zerstören, also kommentieren. Ja,
und einfach unseren Kanälen helfen quasi, dass die Videos auch richtig schön angeguckt werden. Bis zum nächsten Mal bei Orca Chess und Schachbanda. Und jetzt geht's ab ins Wasser. Es geht ab ins Wasser. Ich komm mit. Also Wettschulden im Schach sind Ehrenschulden. Also tatsächlich, ja, wird's jetzt eiskalt. Also ich hoffe, ich komme da jetzt lebend raus quasi an diesem Samstagabend. Aber komm, let's go. Vorsichtig auf die. Das ist okay. Also. Ich glaube, ich brauche ein bisschen länger als du. Oh fuck. Scheiße. Ich hab gar nicht gedacht, quasi wie erfrischend eiskalt so eine Schachpartie sein kann. Boah. Gott.